Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft mit der Karte Shadowtail Legends von Exorite. Es gibt eine relativ lange Geschichte, die ich jetzt auch direkt mal vorlese, um ein bisschen Zeit zu sparen. Moment. Wir schreiben das Jahr 1978. Die düstere Geschichte des Shadowtails wurde nun schon hunderte Generationen weitergegeben. Selbst mein Großvater hat sie mir damals erzählt. Doch bis heute wurden nicht alle Geschichten geklärt. Aber dennoch werde ich euch offenbaren, was ich weiß. Das Shadowtail, welches im 18. Jahrhundert eine große Aneinanderreihung von Klostern, Tempeln und vereinzelten Städten war, wurde geschätzterweise von 180.000 Einsiedlern, Geistlichen und Nomaden bevölkert, welche jahrelang miteinander zurechtkamen. Doch durch die religiösen Ansichten wurde aus Freundschaft erst einmal Ignoranz. Doch die Schattenmönche, die den Großteil des Shadowtails bevölkerten, wurden immer wütender wegen der heidnischen Lebensart ihrer Nachbarn, worauf sie den Shadow Tower bauten, um die Ungläubigen und Ketzer zu bestrafen. Der Shadow Tower war sagenhafte 400 Meter hoch und teilte sich in 9 Stockwerke, welche nach der Strafe der Ungläubigen ausgewählt worden sind. Um ihn aus dieser Höhe hinunterzuwerfen. Bis Ende des 18. Jahrhunderts wurde diese Methode angewendet. Insgesamt kamen 24.000 Menschen zu Tode. Alle Leichen wurden danach in den Katakomben zur Ruhe gebettet. Doch niemand kann sagen, wo sie sich befinden, da sich wer von den Schattenmenschen versteckt worden ist. Da aber die Inquisition für einen Teil der Mönche ihre Moment. Da aber die Inquisition für einen Teil der Mönche ihrer Philosophie widerstrebte, teilten sich die Schattenmönche auf, woraufhin sich die Lichtmönche bildeten, welche ihren Glauben in Ruhe und Geduld ausübten, wohingegen die Schattenmönche immer mehr Leute hinrichteten und vom wahren Glauben abkamen und zum Entschluss kamen, ihre ehemaligen Gefährten aufzusuchen und in ihren Augen die gerechte Strafe vollziehen wollen. Zu Beginn des Krieges, welchen man auch den Dunklen Krieg nannte, zerstörten sie erst mit selbstgeschmiedeten Waffen vereinzelte Städte, worunter auch Floating Harbor war. Doch niemand weiß genaueres über diese Stadt. Durch den ständigen und immer mehr wachsenden Waffenbedarf, kamen bald erste Händler mit Schiffen in das Shadowtail, um ihre illegale Importware zu verkaufen. Daraufhin bildete sich ein florierendes Geschäft und ein großer Schwarzmarkt entstand. Laut Aussage soll er sich in der Nähe von Avanzato, einer großen Stadt, befinden. Doch niemand weiß, wie man sich Zugang verschafft. Nun konnten die Schattenmönche ihre Vergeltung immer weiter ausweiten. Die Lichtmönche, welche sich nun im anderen Teil des Shadowtails befanden, was man nur über die Pilgerroute erreichen konnte, sahen mit an, wie die Schattenmönche immer weiter vorrückten und sie bald finden und vernichten würden. Das konnten sie nicht zulassen und errichteten Barrikaden rund um ihre Anlagen. Doch sie konnten nur wenige Anlagen halten. Durch diese blutigen Schlachten kamen Tausende ums Leben und die Angriffe der Schattenmönche konnte keiner stoppen, da sie immer mehr Anhänger bekamen und ihre Festungen immer weiter verstärkten. Dieser Krieg war der Untergang des Shadowtails, da die Kriege immer größer und heftiger wurden, bis nur noch wenige Personen übrig blieben und Leichen und Kadaver des Shadowtails zierten. Man sagt aber bis heute, dass ihre Geister sich immer noch im dunklen Krieg befinden, bis er zu Ende geführt wird. Schon mehrere Forscher haben sich auf den Weg gemacht, um die restlichen Geheimnisse zu lüften. Doch keiner ist bis heute zurückgekommen. Doch wirst du es schaffen? So, das war die extrem spannende Geschichte. Hier die Schilder vorzutragen. Du bist Forscher und hast dich erfolgreich durch den großen Dschungel gekämpft. Jetzt stehst du davor. Ist es wirklich der Eingang zum Shadowtail? Finde es heraus. So, Regeln, Abbauen verboten, nicht auf Vines Ranken klettern. Craften mit Diamanten ist verboten, auf Peaceful spielen. Moment, gucken wir mal schnell. Müssen wir noch umstellen. Ups, da haben wir es. So. Ausnahmen auf Schildern befolgen.
Map von Axel Wright. So. Oh, hier geht's auch direkt ab. So. Was haben wir hier? Was zu essen. Und einen Diamanten. Ui. Direkt eine Lava-Jump-Passage. Ups. Ah. Genau. So, so viel dazu. Aua. So. Hopp. So. So. Geht doch. So. Ja, hier haben wir direkt 9 Diamanten. So. Dann gehen wir mal hier weiter. Und schauen, was es hier noch so zu entdecken gibt. Nü. So. Na. Ziemlich lange Höhle hier. Da durfte ich so rüberkommen, oder? Ja, müsste ich. Hüpp. Ja. So. Jetzt muss ich wohl hier entlang. Hüpp. Okay. Na, da komme ich eh nicht durch. So. Und hopp. So, ui, noch mehr. Wunderschön. Gehen wir mal hier lang. Das ist, sieht mir zu unsicher aus gerade. Probiere ich erstmal den Weg. Wenn hier nichts ist, kann ich das Loch immer noch austesten. Nö, hier ist eine Sackgasse. Da auch. Hier geht's weiter. Hui, man findet aber ganz schön viele Diamanten hier. Haben die irgendeinen tieferen Sinn? Müsste ich später mal nachgucken. Wahrscheinlich so eine Art Punktzahl oder so. Ui, und noch mehr. So. So. Alle hopp. Alle hopp. Und rüber. Ui. Beim ersten Mal geschafft. Ich bin stolz auf mich. Das sieht so. Ich weiß nicht. Nee, da komme ich nicht mehr raus. Was war hier? Oh. Na, haben wir ja scheinbar Gott sei Dank den richtigen gefunden. Obwohl ich eigentlich gar nicht runter wollte, muss ich dazu sagen. So. Noch mehr Lava. Oh. Oh. Nein. Nein. Ah. Verdammt. Also der nächste Lavaraum. Ja, das war's, genau. Es wäre so schön, wenn das so bleiben würde. Naja, man kann nicht alles haben.
Na, Mann. Irgendwie springe ich jedes Mal wieder von der Platte runter. Also, zumindest jetzt gerade. So. Jetzt einen zweiten dabei haben, der einfach hier drauf stehen bleibt, ey. Nein! So, jetzt heile ich mich aber erstmal aus. Das ist jetzt gerade einfach blöd gelaufen. Ich bin da total runtergeglitscht. Na komm. Heil dich. So. So. Hui. Oh Gott. Nein. Oh, ich hab's geschafft. Eieiei. So. Nein. Probieren wir es mal hier. Nein. Was ist hier lang? Na. So. Ja, ich bin gerade relativ vorsichtig. So, hier ist ein Raum mit Diamanten. Und geht's hier weiter? Ja. Huiuiui. Gibt's hier irgendwo ein Bett? Ui. Da will ich nicht runterfallen. So. Na, ich höre schon die nächste. Oder ist das eine, wo ich war? Da will ich auch nicht runterfallen. So. Hier war ich schon. Aha. So, nehmen wir die Diamanten mit. Hä? Ich habe das Gefühl, hier fehlt irgendwas. Ich komme jetzt auch nicht mehr raus. Muss ich jetzt hier drin verhungern? So. Ich habe auch nichts dabei, was ich hier benutzen könnte. Ich frag mal kurz nach. Sekunde.